Wenn die kaltschikische Wiedervereinigung scheitert, dann steht die Bundesregierung blamiert bis auf die Knochen vor der Weltöffentlichkeit. Entschuldigen Sie, Frau Ministerin. Ich kenne den Mann dort auf dem Foto. Ein ehemaliger Kundschafter des Friedens. Wovon reden Sie denn da? Ein Auslandsagent der DDR. Das hat er so richtig am Arsch. Wer will die Mission leiten? Er will seine Kumpels mitnehmen und außerdem möchte er die volle Westrente. Flächendeckendes Grundeinkommen, Verstaatlichung der Banken. Wir könnten hier konkrete Forderungen stellen. Kein BFC Dynamo in die erste Bundesliga delegieren. Ja, sehr witzig. Wir können doch nicht ernsthaft diese DDR-Rentner in die Operation involvieren. Im Moment sehe ich keine Alternativen. Wir ziehen das auf meine Weise durch, nicht mit irgendwelchen Halbaffen. Wir werden noch froh sein, dass wir Ihnen über die Straße helfen. Jetzt aber ganz ruhig, Jungpionier. Wir fahren jetzt in das Amüsiertviertel. Da trifft sich alles, was Rang und Namen hat. Scheiß Kapitalismus. Das war Volkseigentum! Aber wir brauchen eine Situation, in der wir unbemerkt an ihn rankommen. Stockholm 84. Wie soll ich denn hier angereichertes Uran auftreiben? West-Berlin 78. Ach nö. Du glaubst, dass ich es nicht mehr drauf habe? Kreis! Kriegt der Käse hier! Du sollst es machen! Nochmal! Sind Sie wahnsinnig? Wir arbeiten analog. Sehr schön. Entschuldigung, könntet ihr das später klären? Unglaublich, dass sie ausgerechnet euch ausgebuddelt haben. Werden wir den Flug überleben? Wir haben Werte wie russische Hammerwerfer.